kuman is rin. Tlat is schlin, kahelin. Chatas arin is schlin a manu. Nu fila ja? La isai. Taf. Go! Go! Ata! 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 Go! 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 Ata! Go! Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naamans gekommen, der der Feldherr des Königs von Aram war und durch den der Herr den Aramäern den Sieg verliehen hatte. Naaman? Machashivin Asaya. La tachovei tekva, valmini isai tekva. Du bist ein großer Mann, auch jetzt. Und angesehen. Du bist mächtig und beherzt. Ich habe Aussatz! Wäre doch mein Herr. Wäre er doch bei dem Propheten des Herrn in Samaria. Er würde seinen Aussatz heilen.
Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Der König von Aram antwortete, so geh doch hin. Ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben, damit dieser deinen Aussatz heilt. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur Streit sucht mit mir. Als der Gottesmann Elisha hörte, der König von Israel habe seine Kleider zerrissen, ließ er ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elishas. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, Geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Ich dachte, er würde herauskommen und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen. Seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Der Abana und der Papa, die Flüsse von Damaskus besser als alle Gewässer Israels. Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Feldherr. Mein Feldherr, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun? Wie viel mehr jetzt, da er nur zu dir gesagt hat, wasch dich im Jordan und du wirst rein.
Und Naaman kehrte zu Elisha zurück und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt. Keinen Gott außer in Israel.